So, Hallihallö, hier ist der Capella wieder am Störtchen und herzlich willkommen. So, ich würde sagen, wir erkunden mal dieses Örtchen, denn da ist ja ein kleines Dörfchen und das wollen wir uns doch mal näher angucken. Vielleicht haben wir ja da die Möglichkeit. So, in der letzten Folge hatten wir ja gemerkt, dass Diesel immer wieder ein großes Problem ist, denn Diesel ist ganz schön, da strugglen wir. Da strugglen wir ordentlich. Und da möchte ich generell ja was ändern und der Weg ist aber noch ein bisschen steinig, denn wir brauchen nämlich den Biodiesel und was wir noch viel wichtiger brauchen, ist natürlich, dass wir Raps brauchen, um Sonnenblumenöl auch herzustellen. Gebäude U-förmig ist vorne, konnte nicht ungenau einstürzen. Ist schon eingestürzt. Oh, guck. Ui. Warum ist denn das jetzt eingestürzt auf einmal? Ja, das ist doof hier natürlich jetzt. Ja gut, das muss jetzt erstmal geebnet werden, bevor wir da weitermachen können. Und hier können wir gar nichts dran ändern. Sehe ich das richtig? So, dann warte mal. Mach das mal weiter. Dann ist das noch eine Unterstützung. Der ist doch aber aus. Er ist aus, ja. Okay, auf Müll gebaut, finde ich auch sehr sexy. Okay, das haben wir. Holzvollernter hat keine Bäume zum Ernten. Bist du dir das sicher? Oh ja, ist er. Moment, aber das ist ja gar nicht so verkehrt, denn wir sollten ja auch eigentlich ja nur noch... Ja, ich meine, komm, nimm die Bäume hier mit, dann ist gut. Aber theoretisch ist das jetzt auch so Pillepalle. Nicht genügend Futter. Mich verarschen? Was haben die denn jetzt gefressen auf einmal? Was? Moment. Wo ist denn das ganze Tierfutter hin? Ihr wollt mir nie erzählen, ihr habt das alles weggeballert. Haben sie weggeballert. Nicht schlecht. Das finde ich krass. Weil wir produzieren ja, wir haben ja nur Soja, damit die Tierfutter produzieren. Und ihr habt das weggesnackt? Ist das euer Ernst? So, was passiert jetzt mit den Hühnern? Die sterben jetzt, oder was? Die sind denn einfach hops, oder wie? Sind hops. Cool. Cool. Ja, hier, guck mal, hier kommt ein bisschen angefahren, so ein bisschen, so Pseudo-Essen. Ja, die fressen mir ja alles wahrscheinlich weg, ne? Ja, dann pausieren wir mal das Wachstum, oder? Sind die jetzt schon alle weg? Ne, wir haben 500 Hühner. Ach so, deswegen. That's a problem. Ja, 500 Hühnern musst du erstmal was zu fressen geben. Was fressen die denn bitte? Also wie viel Futter? Kann ich das einsehen? Benötigt 15,1. Ja, die gehen drauf halt, die Viecher. Muss man jetzt mal sagen, so. Und bis das Tier noch fertig ist, das dauert ein bisschen. Uiuiui, okay, wir müssen da ein bisschen mehr... So, was ist hier das Problem? Sand ist voll, oder was? Ja, Sand ist natürlich voll. Okay. Oh, und ihr habt nichts zu tun. Das ist immer die beste Voraussetzung. Wenn ihr nichts zu tun habt, liebe Leute, ne? Das ist immer die beste Voraussetzung. Deswegen würde ich schon fast sagen, dass ich einfach hier gewissermaßen... das schon mal mache. Und das hier. Dann haben sie erstmal genug zu tun. So. Go for it. Let's go. Sehr schön. Weil Erz brauchen wir. Ungemein. Ungemein viel. So, die Forschung mit Biodiesel geht voran. Hier haben wir ja unser eingestürztes Problem. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier beheben wollen. Das wird hier kaputt gehen, definitiv. Auf längere Sicht gesehen. Sohle Chlor war ja auch noch eine Option, die ich letztes Mal gesehen habe, aber man hat ja hier so viel im Kopf, dass ich hier schon wieder lost bin. Aber ist ja auch nichts Neues bei mir. Hühnerfarm hat nicht genügend Futter, ja, eigentlich müssten wir sie jetzt schlachten, aber das Problem ist, ich kann sie nicht schlachten. Ich meine, klar, ich könnte sagen, schlachte mal ein bisschen. Bloß die Frage ist halt, Hühnerkarkasse, ja, aber was wollen wir denn mit der Karkasse jetzt machen, so, ne? Das ist so das zweite Ding. Kann man das einfach lagern oder was? Oder, ah, hier könnte ich dann sagen, ich verstehe. Alle Tiere entfernen ist auch sehr sympathisch. Ich würde sagen, wir dezimieren sie trotzdem und wir gucken mal, was man mit der Hühnerkarkasse, finde ich sehr schön,
Hühnerkarkasse. Interessantes Wort, habe ich so noch nie gehört. Hühnerfrikassee schon, aber Hühnerkarkasse schon mal was anderes. So, da haben wir sie ja schon. So, was können wir denn damit herstellen? Wir könnten mit Hühnerkarkasse, Salz natürlich und Wasser, wer hätte es gedacht. Wir könnten auch einfach die Hühnerkarkasse in einfach verbrennen. Das macht absolut viel Sinn. Das ist noch nicht Lebensmittelhersteller, da fehlt uns, was ist das, Schlachtabfälle, alles klar. Achso, der produziert das auch noch nebenbei, Lebensmittelhersteller, das haben wir ja da drin, oder? Nee, Lebensmittelhersteller, warum ist das hier noch gesperrt? Weil da eine Forschung fehlt anscheinend. Also ja, ich könnte das verlagern, die Hühnerkarkasse. Wäre jetzt erstmal nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ich mache es einfach mal ran. Und dann schauen wir mal, was passiert. Nicht Eier. Aber Hühnerkarkasse kannst du da lagern. Und dann würde ich sagen, den Rest schauen wir uns dann aber mal ganz genüsslich an. Weil das sind zu viele Hühner, definitiv. Kein Futter, ja. Und da müssen wir ein bisschen was tun. So, baut das mal. So, und das mit den Schlachten heißt dann einfach, die werden jetzt einfach, ja, okay. Okay, das heißt, wir haben Hühnerkarkasse. Schön. Kann ich denn hier gucken, wo Hühnerkarkasse, Hühnerfarm habe ich nur. Lebensmittelhersteller war das, ne? Lebensmittelhersteller, da. Salz, ja, das ist natürlich eine Sache für sich. Wasser haben wir zwar hier alles in der Nähe. Und ja, den Lebensmittelhersteller könnten wir eigentlich bauen, ne? Würde ich sogar tun. So, wir müssen mal schauen, dass wir die Hühnchens, die knallen wir daran. Wasser und Salz. Ja, das Salz ist wahrscheinlich das nächste Problem, was wir haben, weil ich glaube nicht, dass wir das herstellen, oder doch? Lagern wir momentan Salz? Nicht, dass ich wüsste. Das ist nur der Endsalzer. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ich meine aber, dass ich doch irgendwas schon mal hatte. Stimmt, die Siedesaline hatten wir aber noch nicht. Meereswasser. Siedesaline, ja, dann lass uns das doch bauen. Ich glaube, auf lange Sicht müssen wir da eh hin. Siedesaline. Könnten das sogar rein theoretisch hier mit ranknallen. Aber dafür brauchen wir ja mehr Wasser. Das heißt, das müssten wir dann auch dahin pumpen natürlich. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich würde es fast hier ranbauen, dass wir hier... Oder? Wollen wir das hier dran bauen? Wir bauen es mal da dran und natürlich werden wir uns jetzt hier nochmal eine Meereswasserpumpe ranzimmern. Eine große, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, deswegen lassen wir es bei einer kleinen. Zack, ran damit. Ran damit. Bauen, bauen, bauen. So, das heißt, dann haben wir hier als Nebenprodukt Sohle. Mit Sohle können wir ja später auch nochmal was machen, das ist ja ganz spannend. Das ist ja super spannend. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Lager. Einmal einen Flüssigkeitsspeicher für unsere Sohle. Und einmal ein Schüttgutlager für unser Salz. So. Das und das. Ran, ran, ran. Das heißt, wir haben das Salz schon mal hier am Start. So, das hier kann eigentlich komplett.
Weg. Auch weg. 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 Okay, let's go. So, das heißt, wir haben also auch Salz. Das heißt, wir könnten diese Produktion hier starten. Mit dem Wasser haben wir eigentlich hier zu Genüge. Auch hier sehen wir ja nochmal. Ist das Wasser? Nee, das ist. Doch, das ist Wasser. Na, guck. Als wenn ich das gewusst hätte, dass ich das hier hinbaue. So, ran damit. Bauen. So, dann müssen wir nur noch das Wasser da ranbringen. Komm, wir schlachten noch mehr. Das bringt halt alles nichts. Das muss halt weg. Ja, natürlich, dass das Salz jetzt so lange Wege hier fahren muss, ist auch schön. Ach so, ich bin doof. Wir brauchen gar keine Sohle. Ich könnte daraus Sohle machen. Ach, aus Sohle könnte ich dann wiederum mehr Salz herstellen. Moment, jetzt muss ich aber mal überlegen. 90 in 12, 45 in 12. Das ist natürlich. Ja, aber das braucht ja eine Minute, um den. Ja, es wäre wahrscheinlich besser. Aber komm, machen wir das rein. Und dann ist gut. So, das heißt, Salz haben wir hier schon mal am Start. So, das heißt, auch hier werden wir wieder zusehen, dass wir hier den Weg. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das wieder so hoch ist. Und das ist auch echt ein unfassbarer langer Weg. Sehr undankbar, muss man dazu sagen. Der Weg. Nicht optimal. Wir wissen ja, LKWs mit einer größeren Reichweite, beziehungsweise die ganz großen Dinger, die kommen damit nicht so ganz zurecht. Und hier verbauen wir uns weitesten Sinne ja das immer wieder. Das heißt, ich müsste hier eigentlich auch noch sicherheitshalber eine Brücke machen, damit ich hier jedenfalls einen Weg nach Norden habe. Und ich glaube auch, das tue ich. So, das machen wir erstmal. Bauen wir. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zur Brücke. Machen wir so Brücke. Brücke, Brücke. Irgendwo hatten wir doch eine Brücke. Da, 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 da. Und wir machen auch gleich eine große. Was wir haben, haben wir. Schon mal vorausschauend planen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier weiterbauen. Nee, 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 ist schon gut. Zack. Und dann bauen wir hier wieder weiter. Und dann hoffe ich doch, dass wir hier bald zu unserem. So, sehr schön. Bauen, bitte. Dankeschön. So, Biodiesel haben wir erforscht. Das heißt, wir sind jetzt schon bei Raps dran, ne? Raps müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Also da können wir uns gar nichts mehr nehmen. Wie wir sehen, haben wir ja aber auch hier genügend Dünger. Wir haben hier alles freigebuddelt. Das ist schon sehr geil. Das heißt, wir haben genügend. Das läuft momentan. Diesel wird, ne, ist immer noch gering. So, was sagt denn eigentlich die Stadt da oben? Was habt ihr denn Schönes? Wir könnten Diesel tauschen zu Brot. Uninteressant. Schwefel, uninteressant. Eisenerz, uninteressant. Chipteile, ja, medizinische Produkte, auch nicht interessant. Auch interessant, so. Wir könnten ja Haushaltsgeräte, leck mich. Eisenerz. Ja, manchmal wäre das gar nicht so verkehrt. Aber, Schlacke, 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 saures Wasser, nee. Das brauchen wir alles nicht. Ich mach das hier mal ganz kurz weg. Was brauchen die denn dafür? Ja, komm, wir spenden mal ein bisschen, oder? Wir spenden. So. Gut, das heißt, wir produzieren bald Salz. Ach, ich bin auch so doof. Ja. So kann natürlich nie was werden. So kommt ja nie Salz an. Arbeiter müssen wir. Ne, wir haben noch 135. Wir haben mehr als genug. Zack, Salz geht durch. Ladevorgang der Siedlung ist abgeschlossen. Sehr schön. Das Salz ist auf dem Weg. Das heißt, die haben bald was zu tun. So, denn Fracht ausliefern. Go for it. Okay, cool. So, das heißt, das Salz, das ist jetzt auf dem Weg in Richtung Lange Weg. Und
Hier können wir dann endlich sagen, dass wir Fleisch und Schlachtabfälle produzieren. Tja, Fleisch und Schlachtabfälle, das ist natürlich auch so eine Geschichte für sich. Ich würde sagen, wir bauen uns auf jeden Fall ein Lager für besagtes Gut. Haben die hier ernsthaft was? Nee. Hä? Wo sind denn die jetzt eben dran gegangen? Bitte. An diese Produktion sind sie rangegangen? Kann das sein? Ja, ne? Was produzierst du? Gemüse. Das Ding ist, ich würde eigentlich ganz gerne sagen, dass wir hier gar nicht mal... Shit, gut, dass ich das sehe, aber ich habe mich gewundert, warum hier LKWs ranballern. Und ich komme auch gar nicht ran. Moment, das ist ja genau das gleiche wie hier. Da, okay. Kann ich das da ranknallen irgendwie? Ah, shit, ich hab's mir verbaut, ne? Ich hab's mir verbaut, ja. Shit. Warum? Wegen der Rohrleitung. Ja. Und hier drunter geht nicht? Echt nicht? Warum geht das nicht? Hä? Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist shit ein Düdü. Da müssen wir unsere Planung hier mal ein bisschen ändern. Das... shit ein Düdü. Okay, das ist ein Problem. Ja. Darum kümmere ich mich ein andermal. Bin ich ganz ehrlich. Mache ich jetzt erstmal nicht. Dann baue ich das jetzt ganz kurz mal anders. Oh Gott, Hilfe. Leco mio, Alter. Dann bauen wir das halt so. Und so. Uff, uff, uff. Okay, der produziert. Wasser hat er ja dran, genau. Es fehlt nur noch Salz. Und das Salz ballert er hoffentlich bald hier an. Da kommt schon mal, kickt, kick, kick, kick. Ja, das kommt allmählich angewackelt. Guck, 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 alles gut. Sehr schön. Salz! Endlich haben wir Salz. Das heißt, wir produzieren jetzt auch noch Fleisch. Und ich glaube, Fleisch können wir dann auch noch positiverweise... Ja, die verhungern jetzt natürlich. Aber ist krass, was die wegfressen momentan. Ist für mich ein Unding. So, hier haben wir Fleisch, wie wir gerade sehen. Fleisch kommt rein. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Ich habe einen Fehler gemacht, ja. Aber das ist jetzt ein kleiner Fehler nur. Okay. Das ist doch ein großer Fehler. Das müssen wir im anderen Lager-Style... Style ist auch schön. Im anderen... Ja, lecker. So lagert man Fleischabfälle. So, ja, rein damit. So. Weil sonst meckert er gleich wegen der Produktion. Das heißt, wir haben Fleisch. Das ist schon mal gut. Ich meine, die Leute freuen sich ja. Kartoffeln, Brot, Tofu, Mais. Ja, guck mal, jetzt können wir noch Fleisch und Eier. Eier verkaufen wir ja manchmal. Tofu auch nur manchmal, oder? Tofu ist Luxusgut, ja. Das haben wir jetzt nicht so oft, muss man da leider zu sagen. Das heißt, ich müsste hier noch einen Markt ranknallen. Das ist ja mal der Hammer, ey. Ja, rein damit. Komm. Und eins machen wir weg und dann machen wir hier Fleisch rein. So. Den Rest behalten wir uns dann noch offen. Dann freuen sich die Leute auf jeden Fall. So, du hast nichts mehr zu tun. Ändern wir. Können wir ja nichts. Holz fällen. Hup. Go for it. Viel Spaß. Enjoy. Okay, cool. Standort erkundet, Raps. So, das heißt, hurra, Siedlung ist höher. Das heißt, wir kriegen bessere Angebote. Was wollt ihr danach haben? Ja, komm, rein damit. Kann mein Schiff bitte wieder zurück nach Hause? Danke. Okay. Wir haben keine Forschung. Das heißt, wir sind jetzt schon mal, zeig ich mal, Uhr. Ja, muss ich ja mal glipschi. Wir sind jetzt bei Biodiesel angekommen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Sonnenblumenöl zu produzieren. Und Sonnenblumenöl benötigen wir ja für... Ja, viele Dinge, wer hätte gedacht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier auch Platz behalte. Denn wir müssen ja gucken, dass wir das hier gut am Ball halten. Hier diese ganze Wasser- und hast du nicht gesehen Angelegenheit. Da müssen wir ja schauen, dass wir hier auf einem Nenner kommen. So.
So, wir bleiben hier oben. Ja. So, jetzt gehen wir wieder hoch, genau. Machen das gleiche in grün bis hierhin. Und sagen erstmal Pause erledigt. Pause erledigt. So, und du produzierst jetzt das. Und du produzierst bitte das. Okay. Jetzt ist meine Frage. Wir haben ja die Forschung gerade durchgehabt. Raps. Aus Raps können wir in der Mühle Speiseöl und Tierfutter herstellen. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Gut zu wissen. Weil das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge bauen. Das heißt, unser Speiseöl werden wir dann bald produzieren. In dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Capella. Tschüss.